So Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy, ja nee, zu 4, der Anfangsbuchstabe, ja. So, ich muss erstmal erklären, warum vor der letzten Folge 4 eine lange Pause war. Grund dafür war, man hört es vielleicht noch, ich war extremst lange erkältet. Ja, meine Nase lief, ich hatte Husten, ging gar nicht. Ja, hört man ja jetzt noch. Aber jetzt geht es, ja. Ich hörte mich an wie keine Ahnung wer. Und das wollte ich euch nicht. Lol, das sah so aus, als würde die ja voll gelandet sein. Na egal. Okay, hier haben wir also welche überlebt. So, aber ich habe besseres Aiming, Leute. Ja. Für alle, die dabei geblieben sind, vielen Dank dafür. Ja. Ich hoffe, ihr könnt die Pause verstehen und auch für die Leute, die Final Fantasy 7 gucken, da geht's auch gleich weiter, bald. Morgen. Ja, ich versuche. Eigentlich versuche ich ja beides immer abwechselnd zu spielen. Ja, so Folge für Folge. Aber manchmal läuft das halt nicht. Ja, manchmal läuft das halt nicht. Ich weiß auch nicht warum. Was aber läuft, ist meine Nase. Und das ist geil. Und, oh, das Geräusch habe ich ja überhaupt nicht vermisst. Egal. So. Ja, ich hoffe, ihr hattet genug Zeit zum Lesen. Warum liegt da so viel Scheiße rum? Hoppla. Ja, ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ja, kennt er ja. Ausrede eines jeden Let's Players, der mehrere Spiele oder mal Pausen zwischendurch macht. Hier war nochmal die Steuerung. Hab ich vergessen. Nee, hier liegt noch mehr rum. Oha, ich glaube, uns erwartet hier etwas Krasses. Alter Vater. Uns erwartet hier einiges. Ja. Ich glaube, hier können wir hoch, oder? Jawohl. Schließen Sie die Überdruckventile, um wieder Betrieb aufzunehmen. Jo. Klar. Einfach so. Einfach so hinter mir, ja? Unfair. Ja, fress Blitze. Alter. So, Leute, sterbt, Mann. Heilige Scheiße, das war eine Menge Leute. Toll, die bleiben ja nicht mal offen, um zu wissen, ob wo die herkamen. Naja. Ventil Nummer 1. Spawn jetzt gleich neue? Nee. Okay. Ventil Nummer 2. What? Ja. Ja. Das scheint hoffentlich zu funktionieren. Warum hat der ein Schild? Beste Zeitlupe ever. Ja. Machen wir dem überhaupt Schaden? Oha.
Ich sehe es nicht. Es spiegelt. Yeah, Mann! Oh, oh. Granatenwurf des Jahres, Überstörung des Jahrtausends. Tut mir echt leid dafür. Geil. Achievement unlocked, vollgelaufene Nase. Geil. So, wo war die letzte? Da. Na gut, so viel braucht man jetzt aber auch nicht für die Lappengegner und diesen Robocop. Alles klar, kommen wir jetzt endlich mal raus an die frische Luft oder wie? Noch ein bisschen Muni aufsammeln. Man will ja nicht ohne klarkommen, ne? Wo kommt. Stand der hier die ganze Zeit drin oder wie? Hätte ich ja keine Lust zu, ey. Aber war das schon alles, Alter? Alles aufsammeln. Das war alles nix Geiles. Oder nicht, ne? Na, nehmen wir mal den Fahrstuhl, ey. Ich brauche frische Luft. Oha, das Licht. Ja, still alive. Beckett, Keegan und Manny sind unterwegs. Wir wollen uns beim Stadion treffen, aber hier draußen herrscht Chaos. Wir müssen also improvisieren. Jo, alles klar. Replika freigeschaltet. Geil. Auszeichnung. Sie sind aus der unterirdischen Anlage entkommen und haben Kontakt zu Lieutenant Stokes und Sergeant Griffin aufgenommen. Ihre Befehle lauten, beim Treffpunkt am Stadion zu ihrem Team zu stoßen. Sergeant Keegan und Sergeant Morales sind in einem APC unterwegs, sollte... Alles klar. War das überhaupt für ein Laden? Ein Krankenhaus war das jedenfalls nicht. Keine Ahnung, Top. Ich bin froh, draußen zu sein. Die Anlage ist Teil von Projekt Harbinger, um Kandidaten wie Sie zu Replika-Commandern zu machen. Hat leider nicht sehr gut geklappt, nicht wahr, Sergeant Beckett? Sie belauschen uns immer noch? Klappe und zuhören, ihr Süßen. Geneviève Aristide denkt, sie kann nicht mehr. Was ist das für ein Geräusch? Aber das wird nicht klappen. Alma ist zu stark, um sie zu benutzen. Von Anfang an, denke ich. Also, was machen wir jetzt? Vernichten Sie sie. Wie? Das klären wir später. Jetzt müssen wir erst einmal den Treffpunkt erreichen. Schlagt euch zum Stadion durch, dann sehen wir, wie es weitergeht. Was ist das für ein Dröhnen, Alter? Ja. Wo geht's denn hier hoch? Oder wo geht's denn hier raus? Lol, das ist ja... Ist das... Ach du Scheiße. Dem wurde aber echt alles weggerissen von der Explosion. Und da hinten. Da. So. Weil die Ratten gehen mir jetzt schon auf die Cola. So. Bisschen Dosen schießen. Saß da oben gerade einer? Oder sah das nur so aus? Okay, das sah nur so aus. Das war der Stuhl. Hallo. Hat jemand Taschentücher für mich? Nee? Nett von euch. Ah. Okay. Sind wir jetzt in der Auburn oder was? Wo die Explosion war? Ist ja nett. Oh. Wollt ihr nicht? So. Exit. Was ist das für ein Dröhnen, Alter? Es wird hier immer lauter. Was war das? Warum fängt die auf einmal an zu keuchen? Allein mal mit der Ruhe, ja? Natürlich.
vor Schuhe, Alter. Na, was läuft, hä? Ja. Das war die Air Force 2. Sie sind ein bisschen verspätet, aber sind dennoch gelandet. Aha. Ah, jetzt so kommen wir hier hin. Oh, oder auch nicht. Was war das denn? Wer war das? Ich bin nach Hause. Warum suche ich mir das Spiel als erstes aus? Mann, ey. Ich habe vergessen, wie scheiße das ist. Nein. Oh mein Gott. Was sind denn das bitte für Geister, hä? Man, hör auf zu stöhnen. Alter. Es guckt. Hoppala. Abschnitt 04, die Zerstörung. Alter, die brauchen aber lange, um umzuschalten, ey. Natürlich bleibt Rot wieder am längsten. Ach du Scheiße. War die Explosion so stark, dass die Leute zur Asche zerfallen sind. Und das ist so schnell passiert, weil sie sind zur Asche verbrannt. Und das ist so schnell passiert, dass sie zu Statuen wurden. Lol. Ja, war eine Explosion. Wie sie im Büchlein steht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und ich glaube, die Explosion kam von da, weil guck dir den an. Es sieht so aus, als würde ihn eine Druckwelle erfassen. Puff. Und er versucht sich zu schützen. Was von da kommt. Da kam gerade eine enorme Energiespitze aus der Harbinger-Anlage rein. Mit einmal synthetischer Signatur. Wohl eine Reaktion darauf, dass Sergeant Beckett geflohen ist. Toll. Leider hat sie wahrscheinlich gerade sämtliche Replikas in 10 Kilometern Umkreis geweckt. Toll. Ich glaube, wir haben hier ganz andere Probleme als Replikas. Ich hoffe es einfach trotzdem. Hallo? Ist da wer? Warum ist denn das Licht jetzt ausgegangen? Hört ihr das? Da hat gerade einer geredet. Okay, Leute. Wir schauen mal nach, was hier ist. Ach so. Okay. Lebte er noch oder war es jemand anderes? Oder war es ein Mörder? Nein. Bitte nicht. Warum gehe ich überhaupt hin hier? Ich habe alles voll. Okay. Alles klar. Was? Hier ist verpasst. Was ist das denn? What? Was ist das denn? Ein Marionettenspieler? Der hat aber schon einiges. Oh mein Gott.
Was für eine kranke. Was für ein krankes Spiel. Die Gegner habe ich ja total vergessen. Stirb einfach. Was zum Teufel? Ja, da würde ich auch hupen, ey. Oh, ich hoffe, das sind Special Mobs, Alter. Die kommen nicht so häufig, hoffentlich. Bitte. Hier wäre auch noch eine Leiche. Ich glaube, die Leichen sind das Gefährliche. Könnte man nicht die Leichen zerstören? Oder werden da die... What? Oh mein Gott. Ich dachte, es wäre nur eine Erscheinung. Aber die Erscheinung lebt und reagiert darauf, wenn man sie anschaut oder nicht. Ich glaube, das, was wir bisher gesehen haben, war nur der Anfang. Warnung. Ja. Erstmal draufballern, ne? Ich will nicht wissen, was passiert, wenn die auf uns, wenn die uns angreifen. Bisher waren sie ja noch friedfertig, wahrscheinlich, weil wir sie jetzt einen getroffen haben. Oh Gott, ja, laufen wir dem Typen mal hinterher, wa? Ja, geil. Und natürlich. Warum auch nicht? Okay, die wollen uns angreifen. Alles klar. Ich mache euch alle fertig. Ihr wollt was, hä? Ihr wollt noch leben? Oh mein Gott. Snake Fist 4. John's Revenge. Johnson's. Ja. Stirb langsam. 4.0. Alter, verpiss dich. Meine Fresse. Natürlich. Warum auch nicht? Jungs, ich habe hier ein Problem. Ein großes. Ach echt? Mit einer Armacamp-Fangemeinde im Gepäck. Ich glaube, sie will meine Hilfe, aber wenn sie herkommt, sind wir beide tot. Mist, wo bist du gerade? Gehen Sie zur Wade-Grundschule an Kreuzung Sycamore und Highland. So eine dämliche Tussi. Okay, beeilen. Wir müssen dort sein, bevor Armacamp kommt. Hat er gerade gesagt Grundschule? Nee. Horrorspiel Grundschule, schlechte Entscheidung. Das weiß ich. Ist wohl logisch, dass man da nicht hingeht. Da waren kleine Kinder. Er versucht ins Haus zu kommen, hat es leider nicht geschafft. Okay, speichere Daten. Das sind zwar nur 19 Minuten, aber vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, ich muss mich noch ein bisschen auskurieren, aber bald geht's wieder voll los, ja, mit der richtigen Stimme, ohne zu Nase, ohne komischen Unterton in der Stimme. Geil. Also Leute, haut rein und viel Spaß beim Zuschauen. Ciao.